Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode von Atomic Heart. Ich habe jetzt hier mal alles eingesammelt, was hier zum Einsammeln gewesen ist. Hier hat es noch einen Raum, da hätte es Goodies drin. Aber da hat es so ein blödes Schloss mit der Kombination und ich habe rumgeschaut. Ich habe es nicht gefunden, wo das sein soll. Na gut, das Tor ist jetzt offen. Und da war ein Gegner drin, jetzt schauen wir doch mal. Ob wir vielleicht hier was Interessantes finden, ne? Da haben wir nur Roboter, die wieder verrückt spielen. Oh. Hallo. Lauft doch mal in diesen Roboter rein, der hier ein bisschen verrückt ist. Nice. Da hätte sogar ein Save Point. Ja, bitte speichern. Speichere Daten. Oh, wie süß. Ja. No. Ach nee, nicht schon wieder. Na, irgendeine übersehen? Ne, mitnehmen. Und auch da Sachen mitnehmen. Wow, 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 wow. Alter, Arsch. Ganz ehrlich, das Schild hätte ich noch viel, viel früher gebraucht gehabt. Sonst noch was hier unten? Naja, aber da hinten ist der Gegner. Sag mir, Genosse Major, könnten unsere zivilen Roboter nach deiner professionellen und persönlichen Erfahrung im Kampfmodus wirklich das Atomherzprojekt abschließen? Ja, kein Problem. Wenn an allen Militärstützpunkten, Hauptquartieren und Startplätzen reichlich Roboter positioniert wären und keiner mit einem Angriff rechnen würde, könnten sie das amerikanische Militär komplett überrumpeln. Genau wie die Soldaten hier. Eine Schande. Noch erholt sich die Welt von dem einen Krieg und schon fängt der nächste an. Naja, so schlimm ist es auch nicht, wenn man es bedenkt. Wie meinst du das, Genosse Major? Wenn Genosse Sechenov und das Politbüro die USA, ja sogar die ganze Welt übernehmen wollen, lassen sie die normalen Leute in Ruhe. Aber bei Kampfhandlungen sterben Zivilisten. Davon kannst du doch ein Lied singen. Wenn die Roboter programmiert sind, keine Zivilisten zu töten, greifen sie sie auch nicht an. Du bist ein Roboter, Charles. Das musst du doch wissen. Ich ein Roboter? Tja, so ganz falsch ist das nicht. Ein Roboterhandschuh. Was? Neuropolymerhandschuhe nehmen keine Befehle von Kollektiv an? Das hängt vom Handschuh ab. Manche schon, andere können nur ihrem Träger gehorchen. Aber ich schweife ab. Zivile Roboter erhalten den Befehl zur Aktivierung des Kampfmodus von Kollektiv. Und wer immer die Richtlinien für Kollektiv festlegt, kann ihnen befehlen, Menschen zu töten. Auch Zivilisten. Warum sollten sie Zivilisten töten? Das sind doch ganz normale Arbeiter, Bauern, Wissenschaftler. Oh, Scheiße. Dafür sind die Ringe. Und das wäre? Ein Mensch kann sein Gedankegerät abnehmen und vom Netz gehen. Aber ein Roboter kann das nicht, richtig? Dann zerrt dich dein eigener Haushaltsroboter wieder zu Kollektiv, sobald jemand das befiehlt. Sie wollen die Ringe für ihre eigenen Roboter, damit sie nur auf sie hören. Korrekt. Und keine Energie mehr. Haben wir sonst noch einen Gegner hier unten? Nee. Oh ja, Goodies. Ich wäre froh, wenn ich irgendwie die Kombination für oben noch rausfinden würde. Oh ja, bitte einmal einsammeln. Alles klar. Nice. Munition. Sonst noch irgendwas hier? Da hinten. Ach, das hier. So. Gib, gib. Und da ist nicht herstellen. Hm. Ich glaube, das war's. Da geht's nicht weiter. Hä? So, lass mich durch. Ich da hinten habe ich schon eingesammelt. Ach so, jetzt ist das hier voller Wasser. Ich verstehe. Da.
Na gut, was verbirgt sich hinter Tür Nummer 1? Stimmt nichts Gutes. Nice. First try. Ja. So, ein bisschen bequemer machen. Oh, das sieht schon mal nicht gut aus. Soll ich mal hier kurz warten? Und warten, bis der Elektro wieder voll ist? Yo, ich glaube, das mache ich. Vor allem... Scheiße, dieser Dude ist da halt wieder drin. Okay. Liebe Leute, ich warte hier mal ganz kurz und schaue, dass das Elektro-Ding wieder voll ist. Und dann geht's gerade wieder weiter. Für euch nur ein Schnitt. So, da, die Leiste ist wieder voll. Und ich würde sagen, jetzt geht's. Fuck. Das wollte ich jetzt gar nicht. Wo ist jetzt... Ich werde schon mal das hier... Ja, bitte installieren. Elektro-Aua. Na, kommst du jetzt raus? Er ist da drin. Na, kommt's her. Nice. Halt deine Scheißfresse. Wow. Du Arsch. Noch mehr hier? Ja. Das wird jetzt eine beschissene Pflanze. Noch mehr? Ja, da hinten. Noch mehr? Dich sollte man nicht kaputt machen. Alter, ich dachte, du bist tot. Oh fuck. Na komm. Verreck. Und du auch, komm. So, noch mehr. Ja, da hinten. Alter. Shit. So, komm. Bestimmt nicht. Alter, stirb. Was ist das jetzt? Alter, du bist ja auch noch so einer. Bitte werdet nicht alle zeitgleich wach. Einsammeln, sonst noch was? Irgendwas Interessantes? Da hinten hätte es noch was. Die Frage, ob ich da irgendwie reinkomme. Naja, das ist aber diese scheiß Webcam schon wieder. Naja, gut. Passt. Liebe Leute, ich muss noch mal ganz kurz unterbrechen. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da bin ich wieder. Und ich glaube, ich werde noch ein paar interessante Mods installieren. Einerseits mehr Loot und... Oh, da fehlt da ja was. Einerseits mehr Loot und die Schrotflinte kann man dann mal upgraden, dass die mal ein bisschen mehr Dampf hat. Damit sie halt mal wirklich wie eine... Warum lebst du dann noch? Krieg ich jetzt diesen Schlüssel her? Shit. Gegen euch will ich nicht kämpfen. Du hast alles zu? Oh Scheiße. Was kann denn so brutal sein? Die arme Frau. Du hast Mitleid mit einer Leiche, Major. Das ist der verstümmelte Körper einer Frau. Du hattest doch vor kurzem selbst noch Mitleid mit den Menschen. Diese Person ist tot, Genosse Major.
Pass auf, dass deine Schwäche für Frauen dir nicht mal zum Verhängnis wird. Irgendwas stimmt nicht mit dir, Charles. Ich werde Sechenov bitten, dich zu rekalibrieren. Wow. Ja, wo kriegen wir seinen blöden Schlüssel her? Ist da irgendwas Interessantes? Ich meine, dich kann ich jetzt noch looten. Wir könnten auch wieder zurückgehen. Ah. Das ist jetzt schlecht. Öffne die Tür mit dem Schlüssel. Ja, würde ich sehr gerne tun, aber ich kann nicht. Ach so. Echt jetzt? Okay. So, Mikrofon ein bisschen angepasst. Dann gehen wir in den nächsten Spaßabteil hier. Dankeschön fürs Aufmachen. Wobei, es ist verschlossen gewesen aus einem guten Grund, denke ich mal. Keine Gegner? Aufzugstaste. Da ist was. Na? Eine Beschwerde! Hör zu! Ich reiche eine Beschwerde ein! Worüber denn? Über Stockhausens widerliches Verhalten! Ich war verletzt, hätte aber gerettet werden können! Ich verblutete und flehte ihn um Hilfe an. Aber euer Stock, ich weiß, dass ihr ihn so nennt, ist einfach weitergegangen. Er hat einer dieser Roboter-Ballerinas gesagt, sie soll mir auf den Hals treten, damit ich keine Geräusche mache. Dann war ich tot. Ja, Stock ist echt ein Scheißkerl, was? Das ist er. Absolut. Ich möchte, dass du diese Sache ans Licht bringst. Leite sie bitte an deinen Vorgesetzten weiter. Das ist beschämend. Es geht nicht um mich. Für mich ist es zu spät. Aber es geht um den Ruf der Anlage. Immerhin ist er der Assistent des Verwaltungschefs. Ich kümmere mich drum. Alles klar. Ziemlich brutal. So, Töpfchen drücken. Wieder Aufzug fahren. Kommen wir dann da hinten irgendwie wieder hin, da wo die Kamera war? Komm, geh nochmal auf. Dann wieder runter zu die Spaßabteilung. 34. Oh, das ist aber tief unten. Ja, so kann man die Ladebalken auch kaschieren. Die leuchten mir voll schön. Naja. Ja, da vorne hat es natürlich wieder Gesellschaft für uns. Na toll. LOL. Oh, ich hätte so gelacht, wenn er jetzt überfahren worden wäre. Oh, was? Ich kann da was machen? Ja, nur von der anderen Seite. Wow, 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 wow. Ey, was zum... Ah, jetzt fängt die Musik schon wieder an. Nein, nicht du. Fuck. Alter, gib mir Elektroschock ab. Na, heil dich, heil dich. Die Scheißdinger sind jetzt auch da. Na komm, explodier. Scheißteil, ey, ganz ehrlich. Na komm.
Nein! Fuck! Hopp! Bau! Nice! Mehr Schaden! Alter, das ist auch noch so ein grünes Ding da dran! Klasse. Scheiße. Komm her. Ich brauche mehr Durchschlagskraft. Egal, das ist wirklich Zeit für den Mord. Geh endlich drauf! Alter, wie oft muss ich mit der Axt ein Loch draufhauen? Jetzt haben wir es sicher. Endlich! Alter! So, Elektroknarre. Jetzt der ganze Rest hier unten. Ein bisschen was los hier. Alter, geh drauf! Diese scheiß fliegende Biester. Moment. Ist das eine Pflanze da hinten? Ja, natürlich. Eine weniger. Da hinten ist die nächste. Scheißteil. Und der nächste. Nice! Schön, dass du getroffen wirst. Ich glaube, was gut ist, dass dir das auch rumdüsen. Ja, lauf noch ein bisschen weiter. Na, sicherlich nicht. Das nächste. Und er hier. Alter, das Ding ist noch nicht tot. Jetzt. Oben ist noch einer. Wow, wow, wow. Ah, komm vorbei. Eigentlich ganz cool, die kleinen Dinger da. Über uns. Schöne Scheiße. Was ist das, Charles? Was ist Leichenhalle? Was? Genau. Hier werden die Toten zur weiteren Untersuchung aufbewahrt. Ja, aber so viele? Oh, hier nice. Wimmelt es von Leichen. Wo kommen die alle her? Es sind Dutzende. Meine Waffe? Und die meisten sind noch ganz jung. Das sind die Leichen von Freiwilligen, die bei gefährlichen Experimenten starben. Ach, Freiwillig? Du Scheiße. Ich weiß ja, dass man bestimmte Experimente nicht an Mäusen oder Schweinen oder so durchführen kann, sondern Menschen dafür braucht, aber so viele... Das ist doch total krank. Leider läuft in der Wissenschaft nicht immer alles glatt. Manchmal sterben Freiwillige. Autorisierung. Oh, danke schön. Major Nechayev. Ich kann den Fuchs jetzt bauen. Oder spare ich für das Monstrum hier? 162. Ich spare lieber. Okay,
liebe Leute, für euch gibt es jetzt gerade nochmal einen kleinen Cut. Ich werde mal schnell zwei Mods installieren und dann geht's gerade wieder weiter. Bis gleich. Okay, ich bin wieder da. Ich habe mal ganz kurz die Mods installiert. Alter, was ist denn jetzt los? Okay. Wir kriegen jetzt mehr Loot und eben die Waffen machen ein bisschen mehr Schaden. Das heißt, wir sollten jetzt ein bisschen mehr Spaß haben. Nice. So. Gut. Gegner. Ja, da hinten. Oh, holy shit. Du hast getroffen? Nee. So, einmal mitnehmen. Da unten ist noch was. Ich hab da einen übersehen. Oh Scheiße, der lebt ja noch. Alter, die Mocke. Voll am Abgehen. Komm, wir gehen noch mal eins runter. Da ist noch jemand. Oder wir gehen auch nicht nach unten. Muss ich hin? Auf. Ja, dann nach oben. Wenn das Spiel es so will. Wenn was ich ist dir denn los? Soll... Nein, nein, du sollst der ganzen Menschheit helfen. Ja, das versuche ich doch. Nein, 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 lass uns keine Zeit verlieren. Von mir ist fast nichts mehr übrig. Hör zu, ich habe die Analyse durchgeführt, die Berechnungen angestellt. Dieses neuronale Netz, dem die Toten reden können. Das ist der Schlüssel zur Unsterblichkeit. Und wie? Das sind doch nur Restemotionen. Nicht ganz. Ich habe gerade eine neuronale Netzmethode zur Polymer-Selbstanpassung entwickelt. Direkt in meinem Kopf. Wir können verhindern, dass das Bewusstsein verblasst und seine Impulse nutzen, um Maschinenteile zu steuern. So kann der menschliche Verstand praktisch in die Maschine übertragen und unsterblich werden. Okay, ist das gut? Was brauche ich dafür? Hör zu, es ist ganz einfach. Hast du einen Stift? Ich war überrascht, dass es so leicht ist. Wenn einem nur noch Gedanken bleiben, werden sie so klar und fließen so leicht. Spann mich nicht auf die Folter. Charles, zeichne auf, was sie sagt. Naja, toll, ich dachte, da kommt jetzt eine gute Info, aber ja. Hey, Genosse, bist du noch da? Ich fürchte, das war's, Major. Die Neuropolymerladung ist aufgebraucht, obwohl sie kurz vor einem Durchbruch stand. Ja, weil ja klar. Flucht der Intelligenz in ihrer reinsten Form. Leider. Okay. Krieg ich dich da rein? Ich muss das Blaue da irgendwie mal eins rüber kriegen. So. Nice. Alter Musik, du kannst jetzt mal aufhören. Oh. Gegner? Moment, ist das, wo wir vorher schon gewesen sind? Machen. Und da. Wow, 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 wow. Der Kollege hier. Nice. Okay, der hat wirklich ein bisschen mehr Wumms, die Waffen jetzt. Sehr geil. Hier wird nichts repariert. Komm her.
Nice. Ah, da kommt halt immer mehr, ne? Komm her. Oh, shit. Na, was ist jetzt? Alter. Aber das ist doch ein bisschen überpowered. Kanonenfutter da hinten. So, mal kurz scannen. Was sind noch welche? Noch einer? Ja, da hinten. Na, komm her. Wo bist du denn? Ah, da. Nice. Ach, und da hinten wird es dann rausgehen. Okay, wir gehen jetzt mal ganz kurz zurück. Ja, ja, ist ja gut. Was war das? Ach, da hinten ist noch so ein Rollding. Na, komm her, lass mir dir helfen. Alter. Was ist mit dir los? Hallo? Und tschüss. So, wir gehen jetzt erstmal hier nach hinten. Moment, komme ich jetzt da nicht mehr rein? Nee, fuck. Hm, da oben ist vielleicht noch was. Ich glaube, da ist was am Rumbacken. Ja, dann bleiben wir halt hier unten. Mir egal, solange ich da looten kann. Naja, da habe ich ein paar Sachen vergessen. Alles mitnehmen für die Upgrades. Hier hinten noch was? Oh ja, da hinten in der Ecke. Nice. Oh, was? Du kleiner Arsch. Okay, es ist ja nicht so viel mehr, was wir kriegen, aber immerhin. Bisschen mehr. Wie konnte es dazu kommen? Wer sagt es? Kollektiv. Auf der anderen Seite vielleicht? Aha. Oh, geil. Kiste. Nice. Und ein paar Sachen sind in unser Lager reingegangen, weil wir hier vermutlich voll sind. So, durchladen. Boah. warum ist... Ach, wir haben... Okay, wir haben da nichts. Ja, dann Tschüsskowski. War schön hier. Ah, du bist so einer. Nice, first try. So muss das. Ach, Scheiße. Sechenov ist doch ein anständiger Kerl. Wie konnte er das zulassen? Eine Roboterarmee, Killermutanten, tausende unschuldiger Opfer. Wie man es auch dreht, die Anlage ist schuld. Selbst ohne Petrov hat sie Probleme und Kollektiv 2.0 erst. Weißt du was? Wenn das vorbei ist, quittiere ich den Dienst. Vielleicht heirate ich sogar. Wenn noch was da ist, ne? Deine negative Hirnaktivität erzeugt unangenehme Artefakte in meinem Kopf. Verpiss dich aus meinem Kopf, Charles. An die Arbeit. Setz mir einen Wegpunkt. Alter, diese beschissenen, fliegenden Roboter hier. Was ist das? Ach, da bist du. Ah, da ist ja noch mehr. Ah, stimmt, ja, kommt ja jetzt wieder in der ganzen Gruppe hier raus. Okay. Soll ich die Tür aufmachen? Nee, braucht man eigentlich nicht unbedingt. So, was haben wir hier oben? Irgendwas
Oh, da sind Gegner dahinter. Okay. Machen vielleicht die Türen nicht auf. Stockwerk weiter oben. Da vielleicht was Interessantes. Nö. Na gut. Dann hier. Oh, einsammeln. Doppelschloss. Ach nee. Also rot und gelb. So. Nee, genau andersrum. Wir müssen alle eins weiter auf die andere Seite. Stimmt das mit blau? So. Ah, du bist ein Schnipser. Nice. Komm, geh auf. Keine Überraschungen hier. Viel Spaß beim Aufräumen da. Okay, der greift mich, glaube ich, nicht an. Keine Gegner. Oh, das sieht schon mal nicht so geil aus. Es wird aber nicht als rot markiert. Oder orange, wie auch immer. Okay. Folgendes wird passieren. Wir gehen jetzt da rein. Die Tür geht hinter uns zu. Und was auch immer da in dem Roten drin ist. Das Ding ist ja riesig. Was ist es? Unter anderem werden hier auch Neuropolymer-Endoskelette für verschiedene Tiere entwickelt, damit diese in den lebensfeindlichen Umgebungen der äußeren Planeten des Sonnensystems überleben können. Endoskelette? Das Ding wird uns doch wohl nicht angreifen. Doch. Es ist gewaltig. Die Exemplare hier haben noch keine Neuropolymer-Hirngewebestruktur. Im Moment sind das nichts als Polymer-Körper. Sie können sich nicht bewegen. Ja, aber die sind scheiße riesig. Sind die für Planeten mit geringer Schwerkraft oder was? Manche ja, andere sind für Planeten mit hoher Schwerkraft. Es wird in alle Richtungen geforscht. In einigen der Behälter siehst du sogar Versuche, einen Organismus zu züchten, der in den Meeren des Jupiter überleben kann. Aha. Ich glaube, ich speichere hier mal. Nur für alle Sicherheit. Mein Sinn. Muss mich mal ganz kurz räuspern. So. Wieder da. Hätte ich damit gerechnet, Victor unter solchen Umständen zu sehen. Wir waren mal enge Freunde, tatsächlich. Aber Victor traf zu viele schlechte Entscheidungen. Sieh ihn dir jetzt an. Dank der Brillanz von Dr. Sechenov werden wir Petrovs Wissen nicht vollständig verlieren. Die Prozedur abgeschlossen ist, werden wir die Roboter in ihren vorherigen Zustand zurückversetzen. Er ist bereits tot! Lass deine Finger von ihm! Granate!
Das ist ein ganz schlechter Zeitpunkt, um wieder so eine Traumvision zu haben. Ach ne. Stelle Verbindung her. Laut dem Professor hast du seit 3 Tagen nicht geschlafen. Will ich auch nicht. Schlaf doch. Was zum... Meine Flasche Wodka. Okay. Gleichzeitig. Ich kann das Zeug nicht leiden. Mein Körper ist ein Tempel. Weißt du, als ich noch klein war, hatte mein Bruder... Ja, ist klar. Also, ich ihm half es. Ich hasste es. Das Licht solche Sachen liebe ich ja voll. Aus demselben Grund mochte ich auch keine Kinderbücher. Okay. Sie waren nicht real. Die Bücher in der Bibliothek. Ich geh mal hier lang. Geschichte, Medizin, theoretische Physik, Wissenschaft will die Welt nicht sicherer oder schöner machen. Ich glaube, wir laufen hier ganz dezent im Kreis herum. Also wusste ich, was ich lernen musste. Und ich entdeckte noch etwas. Dunkeln ist berechenbar. Man kann es studieren. Ein Monster. Okay. Gefährlich. Sicher, ja. Vor allem macht uns das zu Monstern. Kann ich bei dir rein? Aber ich kann mir nichts. Mehr oder weniger. Was zum. Oh no. Das Licht ausschalten. Bitte macht sowas nicht. Ja. Na, komm, geh da rauf. Boah, ich finde das immer voll schlimm, wenn sie schon mit drehen. Komm. Ja, wenn ich wüsste, wo ich bin. Ist alles ein bisschen abgedreht. Oh, ne. Beschissene Bohrroboter. Was genau bist du jetzt, dass ich... tu? Komm ich da runter? Nee, das war's nicht. Was genau möchtest du, dass ich das tue? Die Dingern vielleicht dran? Was zum... Was zum... Warum... Bin ich jetzt ein Furry oder was? Muss ich hin? Da hin? Dann nach oben? Ah, okay, das ist ziemlich weird. Was bringt mir das, dass ich jetzt hier bin? Ah, dass ich hier rüber kann. Und jetzt hier rein, oder wie? Oder doch rüber. So, ich glaube, das war... Oh, glaub mir, das würde ich sehr gerne tun. So. Der Kollege kommt wieder. Nein! Nein! Okay, danke. Nein! Wieso? Warum kann ich da nicht rauf? Kann ich doch? Geht doch. War's das oder kommt jetzt noch was? Verdammt. Was zur... Charles, wo ist Larissa? Hat sich vor der Explosion versteckt. Und was ist mit Stock passiert? Stockhausen wurde durch die Explosion in einen Behälter mit Polymer geschleudert. Er ist tot. Du Heuchlerin. Ich bin Ärztin. Schöne Ärztin, du granatenschleudernde Furie. Petrov und Filatova sind aus dem gleichen Holz geschnitzt. Da gibt es keinen Zweifel. Und wenn schon. Wir müssen hier raus. Ach ja, hätte das so schön sein können. Und nochmal mehr Aufzug fahren.
Bitte fähr ganz nach oben. Das wäre schön. Major, lebst du noch? Nein, eine Granate hat mich getötet. Das tut mir leid. Das wollte ich nicht. Aber das ist jetzt alles nicht von Belang. Und was ist von Belang, du durchgeknallte Quacksalberin? Wir müssen uns treffen. Das musst du mit eigenen Augen sehen. Ich zeige dir alles. Was meinst du mit alles? Du traust Sechenov viel zu sehr, aber er lässt dich im Ungewissen. Du hast keine Ahnung, was wirklich läuft. Wenn du es nicht mit eigenen Augen siehst, wirst du es nicht glauben. Ja, da hast du recht. Ich habe keinen blassen Schimmer, was los ist. Du wirst es verstehen, wenn du es siehst. Ich habe Beweise. Ich warte in der Akademie der Konsequenzen. Der Eingang ist im Leuchtturm. Traue niemandem. Tue ich nicht. Okay. Das ist bestimmt wieder eine halbe Ewigkeit weg und draußen ist wieder alles voller Monster. So, komm, mach weiter. Okay, speichern. Genosse Major? Ja, oh, da vorne. Du musst die Beta-Konnektoren unbedingt zerstören. Was hast du denn andauernd mit diesen Ringen, Charles? Du wolltest eine Entscheidung zu den Ringen treffen, wenn es soweit ist. Und... Ja, und? Oh, bitte, bitte, bitte. Lass da nichts Blödes rauskommen. Hat dieses irre Pumpending gerade den Wal getötet? Scheiße. Der Taubkropfen ist das Neueste auf dem Gebiet der Biomechanik. Einfach ausgedrückt, Zeit fürs Zusammenzucken. Habe ich das nicht gerade gesagt? Alter Scheißding. War ja klar, es muss ja natürlich wieder ein Bosskampf sein. Komm. Nice. Ah, das hat jetzt nicht so viel gebracht. Alter, shit. Das Ding lebt ja. Energiewaffe. Lux, XXX, komm, 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 komm. Alter. Alter, mach Schaden, mach Schaden, mach Schaden, mach Schaden, mach Schaden. Alter, geht drauf. Fuck, kein Strom mehr. Macht wieder nix. Scheiße. Komm, lad nach. Lad nach, lad nach, lad nach, lad nach. Nice. Oh, vielen Dank, dass du mir deine Treppe gemacht hast. Alter, eklig. Okay. Wow, da habe ich aber jetzt wenig Gutes von dir gekriegt. Na gut. Einmal rauf da. Komm. Ist er nicht ganz rauf? Nein! Ach nö! Agent, was machst du? Du bist doch garantiert. Warte, hier rauf? Geht es? Nee. Geh hier mal ganz nach links. So, hier nach oben, komm. Dankeschön. Oh, das Ding war gefährlich. Mir war nicht klar, ob ich das schaffen würde. Und es gibt noch viel gefährlichere Roboter. Echte Kampfroboter sind doch viel tödlicher. Hier gibt es keine Kampfroboter. Noch nicht. Aber sobald kollektiv gestartet wird, werden sie überall sein. Und zwei davon mit Beta-Konnektoren. Hast du eine Ahnung, wie viel Blut wegen der privaten Ambitionen einer einzigen Person vergossen werden wird? Du und die Ringe, ihr treibt mich in den Wahnsinn. Wann hört ihr Penne auf, alle an mir rumzuzerren?
Erledigt. Bist du jetzt glücklich? Gute Entscheidung, Genosse Major. Ich habe keinen Zweifel, dass dadurch Leben gerettet wurden. Vielleicht mehr, als ich mir vorstellen kann. Wollen wir es hoffen. Ich hätte die vielleicht wirklich kaputt gemacht, dann nicht einfach nur weggeschmissen. Weil so besteht die Gefahr, dass sie gefunden werden. Just saying. Ja. Scheiße, das war unerwartet. Warum sind sie erstarrt? Der Zugangscode wurde von der Torfs Neuropolymerspeicher extrahiert. Der Kampfmodus. Oh. Okay. Das war vielleicht nicht so schlau. Ich lasse ihn mal ausreden und mal schauen, was er dann sagt, was wir vielleicht tun müssen. Na komm. Unerwartet. Warum sind sie erstarrt? Der Zugangscode wurde von Petrovs Neuropolymerspeicher extrahiert. Der Kampfmodus wurde deaktiviert und die Roboter sind zu ihrem normalen Status zurückgekehrt. Gut gemacht. Jeder, der sie verstecken und überleben konnte, verdankt dir sein Leben. Ich bin stolz auf dich. Vielen Dank. Und was jetzt? Komm nach Jellomay, lass dich untersuchen und nimm dir frei. Ich kümmere mich um die Auswirkungen dieses Schlamassels. Verstanden. Bin schon unterwegs. Du hast Setchenov nicht von Filatova erzählt. Bist okay, aber die zielt immer noch auf mich. Ich will die Beweise sehen, die angeblich so wichtig sind. Das wird Dr. Setchenov nicht gefallen, das weißt du. Erzähl's ihm halt nicht. Bin ich mal sehr gespannt, was sie jetzt so zu sagen hat. Aber ist jetzt wieder alles heile für den Moment erstmal? Aber es sind einfach so viele Leute schon gestorben. Und dann hätte man noch die ganzen Zombies. Willst du vielleicht die Roboter erstmal kurz nutzen, die ganzen Zombies da zu töten? Meinst du, wir sollten nach oben gehen? Kiste. Mal her damit. Eine Barke? Und wo sollen wir die suchen? Larissa! Schöne Scheiße. Du bist hier doch irgendwo in der Nähe. Ich kann niemanden in der Nähe entdecken. Sehen wir uns mal um. Sie muss hier sein. Vertraust du Dr. Filatova? Ich vertraue niemandem. Aber sie hat mir etwas Wichtiges zu sagen. Und ich bin sicher, Dr. Setchenov verbirgt etwas. Hat Dr. Setchenov dir je von seinen Plänen erzählt? Nicht so richtig. Naja, musste er ja auch nicht, aber jetzt diese ganze Geschichte mit Petrov. Galer tötet Stock und der Boss zuckt nicht mit der Wimper. Ist der Staat von Kollektiv wirklich so wichtig, dass er ihn aus Respekt vor den Toten nicht verschieben kann? Zu diesen Themen habe ich keine Daten, Genosse Major. Keine Daten, hm? Tja, ich habe auch keine Daten. Also gehen wir uns welche besorgen. Ja, und nachdem wir jetzt schon wieder bei der Zeit sind, würde ich sagen, machen wir hier Schluss. Und was wir für Infos kriegen, sehen wir in der nächsten Episode. Also wenn es euch gefallen hat, lasst vielleicht einen Daumen nach oben da oder einen Kommentar. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann werdet Mitglied vom Lion Squad hier auf YouTube. Da seht ihr die ganzen Folgen schon weit im Vorhinein, bevor es für alle veröffentlicht werden. Bis dann, bleibt gesund. Ciao. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.